Da, aber wir wollen eben hinter die Kulissen schauen und da haben wir mir so eine kleine Spaßgrafik eingebaut. Schein und Sein, Realität und Wirklichkeit. Das sind tatsächlich im Brokerbereich zwei Sachen, die mehr häufiger als selten auftreten. Das heißt, das, was Sie sehen, ist nicht immer wirklich die Realität. Und warum das so ist, dem wollen wir uns widmen. Deswegen mal kurz zur Agenda. Das ist das, was wir die nächsten Minuten durchnehmen werden. Lassen Sie sich nicht erschlagen von den Punkten. Wir arbeiten das, wie gesagt, hier so schön auf, dass Sie das sicherlich mitnehmen und dann auch einen Mehrwert nach der Stunde haben. Beginnen möchte ich mit dem Grundsatz Stop-Loss, Take-Profit, überhaupt unabdingbare Elemente beim Trading. Ich hoffe, Sie agieren genau mit diesem. Also Sie wissen einzuschätzen, dass erst das Risiko in der Überlegung steht, bevor man an die Chance und den Profit denkt. Und dann, wenn wir das geklärt haben, worum es eigentlich geht, gehen wir hier in die Spreads und Core-Spreads und schauen uns dann mal hier die einzelnen Unterschiede an, warum es ein Vorteil bei Ihnen ist in Sachen Trading und dann natürlich noch genug der Fragen, was wir Ihnen als JFD Brokers an Fakten bieten und der Realität praktisch. Und da steigen wir gleich mal ein, Fragen über Fragen. Doch stellt sich dir ein Trader überhaupt? Ne? Berechtigte Frage. Denn Stops, damit geht es ja los, Core und Raw Spreads, sind damit uneingeschränkt in Verbindung zu setzen, sind LV heißt Lebensversicherung Ihres Accounts. Das heißt natürlich, wenn Sie Stops setzen, unabhängig von Take-Profit-Stops, sind die Stops natürlich das, was Sie schützt, wenn es gegen Sie läuft. Und da geht es auch schon einzeln los in den Punkten. Ohne Risikobemessung gar kein vernünftiges Trading möglich. Sie müssen natürlich wissen, wie sind Ihre Chancen bestellt, Ihre Chancen gegenüber dem Risiko und dass Sie natürlich hier vernünftig agieren an den Märkten. Den einzigsten Einfluss, den Sie ja auch haben beim Trading, und das hoffe ich, haben Sie die Woche auch schon mitgenommen, ist der im Prinzip der, den Sie haben nach der Orderaufgabe oder vor der Orderaufgabe vielmehr, nämlich Ihr Risiko zu bestimmen. Ja? Wenn Sie die Order im Markt haben sozusagen und der Trade läuft, dann haben Sie keinen Einfluss mehr drauf, ob es hoch, runter oder nach rechts oder links geht. Sie müssen im Prinzip hier genau wissen, dass Sie im Vorfeld hier noch Einfluss ausüben können. Danach hat der Markt die Macht und der Preis, / die Core Spreads, wie sie dann letztlich weiter ausgeführt behandelt werden. Überhaupt ist es natürlich so, dass man mit der technischen Analyse und dem Ansatz dessen, dass man die Märkte bewertet, hier einen riesen Vorteil hat, um sozusagen an den Märkten, Vorteile eben zu erhalten. Doch die Frage ist, wenn man die Setups hat, die richtige Stop-Loss-Abmessung und die ganzen Punkte dessen, dass ich mich mit der technischen Analyse auseinandergesetzt habe, um zu wissen, wann ist ein Trend vorbei, wann beginnt ein neuer Trend, ist das genau das, um dann tatsächlich hinten raus erfolgreich zu sein? Großes Fragezeichen. Denn faktisch bedarf es nämlich ebenso risikoloser und fairer Ausführung. Und da trennt sich die Streu vom Weizen. Denn Ihre Trades, die Sie möglicherweise bislang bei dem verkehrten Broker, bei der verkehrten Plattform ausgeführt haben, diese Trades sind letztlich unter Umständen nicht real am Markt ausgeführt worden. Ja? Das ist tatsächlich so, dass hier vielerlei Schauspiel stattfindet und der Markt mehr oder weniger virtuell Ihnen vorgespielt wird. Und das werden wir heute ein Stück weit auflösen. Denn uns geht es heute, und das sehen wir hier unten in dem Slide, ich mache es mal ein bisschen größer, wir ziehen es mal raus, um Aufklärung. Wir wollen heute hier wirklich ein Stück weit Aufklärung leisten. Und das ist natürlich das Motto von heute, vom Sonntag auch, JFD als Game Changer. Wir wollen tatsächlich die Finanzbranche, Industrie revolutionieren, da hier in der Vergangenheit in der Tat viel, viel falsch gemacht wurde. Und da ist es uns ein Auftrag, auch Ihnen natürlich hier zu helfen und Sie als Trader in Sachen Ausführung, in Sachen Preisstellung auf den richtigen Weg zu bringen. Und das kann eigentlich nur das Ziel eines Brokers sein, ist es aber leider Gottes nicht. Gut, nochmal kurz zu den Basics dahingehend, warum das alles so wichtig ist. Ich will Ihnen da mal kurz was aus der Praxis mitnehmen, wenn Sie, oder mitgeben, wenn Sie Trendfolger sind, dann hoffe ich, ist Ihnen die 3.1-Regel ein Begriff. Was heißt die 3.1-Regel? Sehen Sie gleich im nächsten Slide. Jetzt machen wir erstmal so eine Geschichte, was viele Trader befürworten und gut finden. Ich trade mit 10 Pips Take Profit und 10 Pips Risiko, also eine 50-50-Chance, um hier irgendwie dauerhaft am Markt erfolgreich zu sein. Das klingt erstmal ganz interessant, führt aber natürlich mittelfristig in ein Desaster. Ich zeige Ihnen mal einen Slide dazu. Das ist praktisch der Account, wenn man praktisch immer mit der 50-50-Chance tradet und letztlich die Münze wirft und es wird mal ein Gewinner, mal ein Verlierer, mal ein Gewinner. Letztlich kann man keinen Erfolg damit erzielen, aber unterm Strich fällt natürlich auch die Equity Ihres Accounts, also die Kurve geht nach unten. Warum ist das so? Weil Sie natürlich Handelsgebühren haben, Slippage, unter Umständen auch benachteiligte Spreads, wie wir sehen werden. Core Spreads, ein ganz wichtiges Thema. Die können dann bei so einer Geschichte die Equity-Kurve noch viel, viel steiler nach unten bringen und das, obwohl Sie ja eigentlich mit einer 50%-Chance handeln. Das Ganze lässt sich steigern, neben dem Ansatz, wenn Sie hier auf die 3.1-Regel gehen,
heißt nichts anderes, als das Dreifache ihres Risikos verdienen müssen wollen, um am Markt erfolgreich zu sein. Der Witz an der Geschichte, da reicht Ihnen eine Trefferquote, die liegt deutlich unter 50%, um profitabel zu sein. Hier auch mal im nächsten Chartgraph dargestellt. Sie riskieren immer 10 Pips, 10 Punkte, 10% und sind aber bestrebt, das Dreifache zu verdienen. Das führt ergo mittelfristig zu einer Kapitalkurve, die dann eben so aussieht und jetzt wieder unterstrichen mit den richtigen Handelsgebühren, den richtigen Spreads, natürlich dann auch exponentiell steiler nach oben steigt. Und das muss das Ziel sein. Und da gehen wir auch gleich mal zu den reinen Facts in Sachen Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis. Das will ich Ihnen eben heute mal ein Stück weit mitgeben, dass Sie sich das einfach mal vor Augen führen, wie das hier eigentlich funktioniert. Also bin ich ein Trendfolger, muss ich davon ausgehen, dass etwa der Erfolg meiner Trades unter 50% liegt und ich natürlich hier mit einer Chance, die deutlich drüber liegt, arbeiten muss, also deutlich über 1. 1 wäre praktisch die Pattsituation, Chance-Risiko-Verhältnis von 2, reicht eine Trefferquote von 33%, um auf Break-Even zu tangieren mit den Handelskosten und Spreads. Ist es natürlich so, dass das, wenn das unfair oder, sage ich mal, intransparent ist, natürlich dann noch steiler nach unten geht. Sie müssen also unterm Strich immer sehen, dass Sie hier über den Zahlen je nach Trefferquote auf der rechten Seite sind. Das heißt ergo, dass Sie natürlich Ihr System, was Sie handeln, auch erfolgsbasierend gebacktestet haben müssen, um zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich. Also wenn Sie die Daten von Ihrem System so noch nicht aufgearbeitet haben, dann macht es wenig Sinn, so ein System zu handeln. Sie sollten den Erwartungswert Ihres Systems kennen, sprich, wie ist die Trefferquote, was für ein Chance-Risiko-Verhältnis brauche ich überhaupt, um am Markt zu agieren. Und jetzt kommen wir noch ein Stück weit weiter, wenn wir eben von Chancen und Risiken sprechen. Was haben Sie für Möglichkeiten? Natürlich Stops. Ja? Und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, Möglichkeiten der Stoppsetzung. Auch hier mal kurz, was gibt es für Stoppsetzungen? Profit-Target-Stop, das ist tatsächlich auch ein Stopp. Also wo ist Ihr Take-Profit auf der Oberseite? Wir sprachen gerade von dem CRV 3:1. Wenn Sie das Dreifache Ihres Risikos gewinnen wollen, dann muss ja irgendwo oben ein Take-Profit sitzen. Der muss mit einer Zahl benannt sein. Und wenn der erreicht wird, dann sind Sie sozusagen raus aus dem Trade. Sie definieren praktisch ein festes Kursziel. Und wenn die Gewinnmarke erreicht ist, sind Sie raus. Allerdings muss es eben auch eine reale Gewinnmarke sein, die dann auch hier ohne diverse Preismanipulation dann auch im Raum steht. Nummer 2, Timestop aus der Praxis für die Praxis, heißt, wenn Sie jetzt irgendeinen Trade laufen lassen und Sie spielen jetzt in Periode X, ich möchte mal sagen der Stundenchart beispielsweise, und Sie kriegen ja ein Entry, also nach Ihrem Setup ein Einstiegssignal, dann macht es natürlich wenig Sinn, das Einstiegssignal 24 Stunden durchzuhandeln, denn vom Einstiegszeitpunkt in Zukunft X ist es natürlich so, dass man mittelfristig irgendwann sagt, das Setup von vor vielen Stunden ist schon hinfällig und man sagt hier Timestop, gewählte Spanne in etwa 5 bis 7 Perioden, dann sollte der Trade zumindest angelaufen sein oder eben im Worst Case der Stopp ausgeführt worden. Aber man muss natürlich auch dem Trade eine Zeit geben, um sich zu verwirklichen. Ist die Zeit mehr oder mehr abgelaufen? In Stundenchart nach zum Beispiel 5 bis 7 Stunden, maximal 9 Stunden, sollte der Trade eigentlich dann ja, Fahrt aufgenommen haben. Timestop, Volatilitätsstopp, ganz wichtige Geschichte. Die Stoppweite als Funktion der Volatilität, da kennen Sie die Average True Range, die ATR, ganz wichtig. Sie bemessen praktisch aufgrund der historischen Volatilität Ihren Abstand des aktuellen Stopps, um sozusagen marktkonfirm Ihr Risiko zu bemessen. Ganz, ganz wichtig. Also es gibt da Möglichkeiten ganz, ganz viele. Und insofern kommen wir auch noch zum vierten Stopp, Unterstützungs- und Widerstandslevel. Ganz klar charttechnische Marken, wo der Preis immer wieder solche Zonen gefunden hat, wo über Angebot an Nachfrage oder eben auch an Angebot stand. Das muss man eben, wie gesagt, auch im Chart definieren. Aber diese Variante ist natürlich schwer historisch zu testen, da es sehr subjektiv ist, hier markantes Unterstützungslevel oder Widerstandslevel gerade im Intraday-Bereich als solches zu definieren. Gut, es gibt noch weitere Variationen und das habe ich eigentlich nur als Einstieg mal genommen, um eben zu sagen, was sind eigentlich die Möglichkeiten mit den Core-Spreads? Ganz klar Stops und Take-Profits, das ist die Zielmarke, mit der Sie arbeiten müssen und da spielt das auch eine enorme Rolle. Doch was nützt der beste Plan, der beste Trade oder die beste Trade-Idee, wenn sie natürlich hinten raus nicht korrekt ausgeführt werden? Ja, also gerade die Ausführung ist es eben, worum es geht und auch die Preistransparenz. Und da stehen wir natürlich mit unserem Non-Just-Fan direkt ganz vorn dabei.